Wir sind Daniel und Elisa. Mehr als 2 Jahre sind wir nun schon auf Weltreise. Europa haben wir hinter uns gelassen. Der große Plan? Einmal mit unserem alten Feuerwehrauto durch Nord- bis nach Südamerika. Vom Arktischen Ozean in Kanada bis in die unterste Spitze Südamerikas in Argentinien. Euch nehmen wir auf dieses Abenteuer mit. Nach 5 Monaten sind wir nun im Süden der USA angekommen. Hier machen wir uns daran, die Wüstenstaaten Amerikas zu erkunden. Und gleich zu Anfang landen wir in einer der trockensten Gegenden unserer Erde. Eine Landschaft der Extreme. Es ist richtig heiß. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das hier im Sommer ist. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Woche. Wir sind im Death Valley. Das Death Valley oder das Tal des Todes ist eine der trockensten Regionen der Erde. Umso verwunderlicher oder vermutlich auch nicht ist es, dass wir durch das Death Valley leider nur durchfahren können und uns nicht viel anschauen können, weil nur eine einzige Straße aktuell geöffnet ist und der Rest ist geschlossen wegen Überflutung. Also viele Straßen sind ausgewaschen und deswegen können wir leider nur hier durchfahren. Das Ganze sind, glaube ich, ca. 150 Kilometer und das machen wir heute. Wir stehen am Berg. Jetzt gibt's was zu essen auf die Hand und dann fahren wir weiter. Fresh vorbereitet. Ziemlich coole Aussicht da vorne, oder? Nicht? Es ist ein bisschen diesig. Überall ist die Straße hier streckenweise einspurig und es wird gearbeitet, um die Straße wiederherzustellen von den Überflutungen, die hier waren. Das ist so komisch, weil Überflutungen in so einem trockenen Gebiet, ich kann mir das nur so erklären, dass eben der Boden gar nicht dazu in der Lage ist, solche Mengen an Wasser aufzunehmen. Und wenn es dann so starke Regenfälle gibt, wie es hier eben gab, führt das dann halt zu Überflutungen und dass die Straßen ausgewaschen sind. Also man sieht das an ganz vielen Stellen, dass der Straßenrand ausgebrochen ist und auch die ausgetrockneten Kanäle und Wege, die sich das Wasser dann gesucht hat. Wir haben hier kurz angehalten, um Sammy pinkeln zu lassen. Und wir sind hier unten im Tal und es ist richtig heiß. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das hier im Sommer ist. Ich habe aber ein Schild gesehen. Und auf dem steht, dass im Juli 1913 hier ein Hitzerekord aufgestellt wurde von 57 Grad. Krass, oder? 57 Grad. Wo kommst du da her? Old fire truck? Nice. Is that where you're from? Da hinten wird sich wieder erkundigt über unser Auto. Germany, yeah.
Sammy geht's übrigens schon besser. Er kriegt immer noch seine Schmerztabletten, aber wir haben das Gefühl, dass ihm die wirklich geholfen haben. Wir glauben nicht, dass es was Ernsthaftes ist, sonst würden die nicht so gut anschlagen. Also insofern. Ja. Wo kommt ihr denn her? Wir kommen aus Hannover, also genau. Aus der Nähe Hannover. Und was macht ihr hier? Wir machen einen Roadtrip von Los Angeles nach Los Angeles. Genau, einmal über. Rum. Ja, San Francisco waren wir, jetzt fahren wir nach Las Vegas und dann geht's nach San Diego und wieder zurück nach Los Angeles. Ja, und es ist echt atemberaubend schön hier. Ja, ich musste meine Schwester leider abholen, weil die hat Abi gemacht und ist dann nach Vancouver abgehauen und dann dachte ich mir so, das hätten wir mal hinterherfliegen. Da hätten wir uns ja auch treffen können. So ist es, ja. Da waren wir auch. Und dann haben wir uns in L.A. getroffen und dachten uns, so, können wir jetzt nochmal einen kleinen Roadtrip machen. Das war gerade mal wieder eine richtig nette Begegnung mit dieser lieben Familie aus Hannover, kamen die drei. Viele Grüße. Wir fahren jetzt weiter, wieder Richtung Ausgang vom Death Valley und dann, ich weiß nicht, ob wir es heute noch schaffen, aber geht's Richtung Las Vegas. Leute, wir schleppen gerade einen Fahrradfahrer in unserem Windschatten und der fährt 70. Das ist der von vorher. 70! Spät und wir haben beschlossen, wir fahren heute nicht mehr nach Vegas und wir haben beschlossen, wir gönnen uns heute mal was. Richtig amerikanisches. Richtig amerikanisch. Wir sagen es nicht, wir wollen ja keine Werbung machen, aber... Muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Ja, Sammy? An die Temperaturen kannst du dich schon mal gewöhnen. Guten Tag. Kommen Sie rein? Hier kommt das Abendessen. Oh, Leute, es ist so schön. Also nicht das Essen, aber es ist so schön warm hier draußen. Oh, herrlich. Aber das Essen ist bestimmt auch gut. Ah. Und natürlich wird angequatscht worden, was für ein schönes Auto wir haben bei Mac. Psst. Morgen aus Las Vegas. Wir sind heute Morgen schon hier reingefahren und wir waren total überrascht, dass Las Vegas so... Ja, wie haben wir uns Las Vegas vorgestellt? Das, was man sich vorstellt. Die großen Hotels, die großen Casinos. Bunt, riesig. Und das, was wir bis jetzt gesehen haben, sind einfach Wohngebiete. Wohngebiete und wahnsinnig viele Geschäfte. Ja, ganz interessant, die Seite von Las Vegas auch mal zu sehen. Ich unternehme jetzt meinen dritten Anlauf, einen Reiseführer von Mexiko zu bekommen. Hier ist ein Bookstore. Dann müssen wir dringend mal wieder Wäsche waschen und dann schauen wir weiter. Nein. Wünscht mir Glück.
Gefunden! Ich habe nicht den gefunden, den ich eigentlich wollte. Aber ich glaube, hier steht schon auch das ein oder andere drin. So, die Laundry ist jetzt erledigt. Es ist gar nicht so einfach, hier in Las Vegas einen Parkplatz zu finden. Wir sind jetzt hier auf einen 24-Stunden-Parkplatz vom, wie heißt das? Sehr bekanntes Casino. Excalibur. Excalibur. Ja. Dort kann man 24 Stunden stehen, eigentlich nicht übernachten, aber tun wir ja nicht. Und ja, jetzt warten wir, bis es dunkel wird und dann laufen wir mal über den Strip. Vegas. Wir haben uns einen tollen Schlafplatz ausgesucht. Also das ist bestimmt schon der, lass mich lügen, 7. Hubschrauber, der hier drüber fliegt. Hier haben wir eine Achterbahn. Und hier ist eine Straße. Und hier ist eine Straße. Aber wir beschweren uns nicht, wir schlafen in Las Vegas. Ja, mitten in Las Vegas. Es war schon richtig cool, da durchzulaufen, aber auch richtig anstrengend. Ja. Ich glaube, so viele Lichter und so viele Menschen haben wir schon und so viel ewig nicht mehr gesehen. Getöse, wo auf einen eingedrungen ist, ist Wahnsinn. Ja. Ja. Aber? Ah, da hinten wird auch geflockt. Ja. Wo sieht man es? Hier. Ja, gut. Wir sind fertig, wir sind müde, wir gehen jetzt ins Bett und versuchen irgendwie zu schlafen. Ja. Gute Nacht.
Leute, eigentlich wollten wir die Kamera heute nicht in die Hand nehmen. Wir wollten kamerafrei machen. Aber den Sonnenuntergang und die Stimmung wollten wir euch nicht vorenthalten. Das Licht ist der Wahnsinn hier. Wir sind kurz hinter dem Valley of Fire. Morgen werden wir uns das zusammen angucken und haben hier einen wunderschönen Platz gefunden am See. Und jetzt geht die Sonne unter und es ist so eine magische Stimmung und so eine schöne Farbe. Richtig toll. Daniel genießt. Das ist unglaublich schön hier. Und die Farben von den Felsen. Ja, nicht dran werden. Ja, der Himmel glüht. Die Wolken sind glutrot. Ich glaube, ich habe noch nie so einen roten Himmel gesehen. Dann hat sie lauter so ganz kleine Insekten. Die stechen nicht, die sind nicht schlimm, aber die sind unheimlich laut. Bestimmt Tausende auf einem kleinen Schwarm zusammen. Wahnsinn. Einfach wow, oder? Ja. Und es ändert sich von Minute zu Minute der Himmel. Das ist der Wahnsinn. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Das passt irgendwie zum Valley of Fire. Ja, definitiv. Absolut. Krass. Wir schauen uns morgen zusammen das Valley of Fire an. Und wir genießen jetzt noch ein bisschen den Sonnenuntergang ohne Kamera. Gute Nacht. That I can't seem to find. I'm not gonna reach it, just leaves my mind. Waking with a note, how could a poem hold? Frühstück, Kaffee getrunken und noch etwas die Aussicht genossen hier in der Sonne. Jetzt ist aber Zeit, die Sachen zusammenpacken und dann fahren wir ab ins Valley of Fire. Hello! Hello again. Did you stay at Echo Bay? Yeah, no, yeah, we stayed for 2 days. So now we're back. Bye. Bye. Man kann schon in den ersten Minuten und Sekunden feststellen, woher das Valley of Fire seinen Namen hat. Wir versuchen erstmal zwei Dinge von unserer To-Do-Liste abzuhaken. Das eine ist unsere Mülltüte loswerden, wie immer. Und das zweite ist, wir versuchen, ob es hier WLAN hat und wir das Video für Sonntag hochladen können für euch. Dann erkundigen wir uns, was man hier so machen kann. Geht's weiter.
Okay, also das Visitor Center sieht zwar sehr schön aus, aber so richtig viel Information haben wir von der Dame nicht bekommen. WLAN gibt's auch nicht, deswegen gehen wir jetzt einfach auf eigene Faust los. Hier gibt's Insektenlollis. Willst du einen? Was kann man hier noch kaufen? Steine. Steine. Die kosten? Raue Steine. $3. Cool. Zum Glück liegen nicht nur draußen 3-4 rum. Draußen darf man aber nicht mitnehmen, ist ein Statepark. Aha. Aber nach dem Statepark sind genau die gleichen Steine. Okay, genug Infocenter. Ich würde sagen, jetzt gucken wir uns das Ganze im Original an. Also das war wirklich das skurrilste Visitor Center, in dem wir bisher waren. Normalerweise sind die nämlich immer mega nett und freundlich. Und die Dame, bei der wir jetzt waren, die saß einfach an ihrem PC, die hat nicht mal hochgeguckt. Ich habe sie dann gefragt, ob ich hier Informationen bekommen kann. Und ohne mich anzugucken, meinte sie dann ja. Und hat dann gesagt, ja, wir haben 5 Trails, sucht euch einen aus. Ich habe gefragt, welches der schönste ist, konnte sie mir aber auch nicht sagen. Der Teil des Parks ist vom 1. Juni bis zum 30. September übrigens gesperrt, wegen zu starker Hitze. Kann sich auch vorstellen, wenn man überlegt, heute ist es glaube ich nur, weiß ich nicht, 23 Grad und es fühlt sich trotzdem viel heißer an. Wir haben übrigens unser gutes Schuhwerk ausgepackt, trotz der Hitze. Weil wir haben hier schon einige Spinnen auf der Straße gesehen und haben erfahren, dass gerade Tarantula-Paarungssaison ist, also Vogelspinnen. Wie ihr seht, Sammy geht es mittlerweile wieder richtig gut, er läuft wieder perfekt. Die Medikamente haben angeschlagen, wir haben ihm 4 Tage die Schmerztabletten gegeben, seitdem nichts mehr, also ist schon einige Tage vergangen. Und wir sind richtig froh, dass er mittlerweile richtig gut läuft wieder. Also die Farben hier sind schon richtig, richtig schön. Leider finden das auch noch ein paar andere Leute. Wir laufen den Trail jetzt mal noch weiter und hoffen, dass es vielleicht ein bisschen einsamer wird. So langsam müssen wir aber Meilenzahlen zulegen. Wir haben nämlich, glaube ich, schon 4 rum oder so. Und wir wollen ja heute noch das Video hochladen und einen Schlafplatz müssen wir auch noch finden. Und ob wir es geschafft haben, seht ihr am Sonntag. Wenn ihr letzten Sonntag ein Video gesehen habt, haben wir es geschafft. Ja, jetzt geben wir mal Gas. Gar nicht so einfach hier in dem Sand. Was ist denn das für ein cooler Weg hier? Wir sind 50 Meter weiter gelaufen, nachdem alle aufgehört haben, alle Touris, und sind hier gelandet. Wow! Das sind übrigens auch Touris. Ja, das ist eigentlich fast der coolere Teil von der Wanderung. Richtig ausgespülter Sandstein hier. Mega. Thank you.
Daniel ist gefangen. Der Canyon lässt mich nicht los hier. Es ist in deinen Schultern. Nee. Hat es dich gepiekt? Nee, Gott sei Dank nicht. Oder nur dein T-Shirt? Nur mein T-Shirt wollte es haben. Zurück am Auto, wir haben es geschafft. Und jetzt müssen wir uns richtig beeilen, weil es steht ja noch einiges auf unserer To-Do-Liste. Ja. Schlafplatz finden, guten Internetempfang finden, Abendessen kochen. Also los geht's. Einen Übernachtungsplatz haben wir zwar noch nicht gefunden, aber dafür sehr gutes WLAN bei McDonald's. Und gerade habe ich es geschafft, unser Video hochzuladen. Ja. Feierabend, oder? Suchen wir uns Übernachtungsplatz. Feierabend, ja. Gut. Nachdem wir jetzt nochmal ein bisschen durch die Dunkelheit gerollt sind, haben wir hier einen, glaube ich, ziemlich guten Schlafplatz gefunden. Der Mond ist richtig hell. Vollmond und ja. Riesengroß irgendwie. Und in 3 Tagen ist Halloween, also passt ziemlich gut. Ah ja. Ja, wir sind ziemlich müde und wir gehen jetzt, glaube ich, einfach direkt ins Bett. Eine gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen von unserem windigen Schlafplatz hier. Guten Morgen. Es stürmt ganz schön, auch die ganze Nacht hat es richtig stark gewindet. Ja. Wir haben aber trotzdem ganz gut geschlafen hier. Wir gehen nochmal zu McDonald's, wo wir gestern waren, nutzen dort das Internet und arbeiten ein bisschen weiter. Euch nehmen wir aber nächste Woche wieder mit, wenn es hoffentlich weniger windig ist. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Ja. Wie immer, Daumen hoch, Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin, ciao. Ciao. Ich weiß nicht, vielleicht ist irgendwas in dem Wasser hier, aber ich habe gerade meine Haare gewaschen und es fühlt sich an wie eine Wolke um meinen Kopf. Keine Ahnung, was da los ist. Wir wurden heute Morgen ziemlich nett von unserer Nachbarin geweckt. Sie hat eine sehr laute Stimme. Sie ruft nach ihrem Hund, der ziemlich gut hört. Jagger! Come on, baby boy! Get up there, get the ball! Go get the ball, look! Valentine has your ball! Good boy! Who's my good boy? Oh, 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 what?